Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, unser Städtchen liegt unter einer sehr schönen weißen Decke, sehr schön. Jetzt können wir mal gucken, was können wir unserem Städtchen sonst noch Gutes tun. Ja, der Verkehr, das ist so eine Sache. Wir haben 1,6 Millionen und verdienen, 117.000 pro Stunde. Ja, das ist natürlich sehr gut. Also das Wirtschaftliche haben wir sozusagen wieder gebongt. Jetzt habe ich hier aber noch einen Fehler gemacht dahingehend. Ich habe geguckt, ob wir zwei Wasseraufbereitungsanlagen haben. Was ich wahrscheinlich tatsächlich zweimal gebaut habe, das sind Recyclingzentren. Da muss ich mal schnell gucken. Recycling hätten wir hier. Müll, verbrennen, Recycling. Einfach mal, um zu gucken, ob wir das wirklich nochmal irgendwo haben, das Teil. Doch nicht? Habe ich doch nicht zweimal gebaut. Okay, sonst wäre es so schlimm, glaube ich, auch nicht. Weil ich denke, die Einwohner sind ganz froh, wenn sie vielleicht zwei haben davon. Was ist das hier unten? Das ist was anderes. Das ist ein Kohlekraftwerk. Ja, aber auch schon wieder ein Müllproblem. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Eigentlich sind wir im grünen Bereich. Ich möchte jetzt nicht nochmal so ein teures Recyclingzentrum bauen. Eine Verbrennungsanlage kostet halt auch gleich 1 Million. Ich würde das mal lassen, wenn sie hier und da mal ein bisschen Probleme haben. Irgendwie. Ja, dann haben sie die. Man hat halt Probleme, das ist das Leben. Da ist immer mal was. Allerdings das mit dem Stau, das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Irgendwie, was machen die? Die fahren alle, fahren die alle da lang? Tatsächlich. Warum haben wir denn hier auch Stau? Und warum fahren die nicht? Fragen über Fragen, die machen hier wieder komische Sachen, so wie es aussieht. Können wir euch mal helfen, indem wir machen einfach das Experiment weiter. Wir nehmen hier wieder die Ampeln weg. Das ist eine Idee von euch. Ihr habt gesagt, das habe ich früher immer gemacht. Ja, und schon fahren sie. Und das hat tatsächlich teilweise Wunder bewirkt. Hier oben ist auch eher dichter Verkehr. Hier stehen sie halt tatsächlich wieder und fahren nicht in die Richtung, weil hier vorne stehen sie auch. Und dann wollen sie hier einen Kreisel rein und dann haben wir hier wieder irgendwie sowas. Hier die Straße verbreitern. Geht das überhaupt? Oder hätten wir da irgendwie ein Problem? Wir gucken mal schnell. Überlappend ist aber egal. Das überlappt da mit der Fabrik. Ja, das machen wir. Zack, einmal so. Und zack, einmal so. So, dann habt ihr ein bisschen mehr Platz. Das wird eh gleich wieder neu gebaut, wie man sieht. Hier vorne ist auch stauig. Aber hier bessert. Und hier lässt es wieder nach. Und hier auf der Autobahn ist... Heieiei, hier ist Schicht im Schacht sozusagen. Hier ebenfalls schwierig das Ganze. Da haben wir zwei Spuren. Ich weiß nicht, warum die rechte Spur hier nicht nutzen. Das ist schon zweispurig, das Ganze, oder nicht? Kommt, wir gucken auch mal mit der breiteren Straße. Wäre das eine breitere? Das wäre eine breitere. Die kriege ich eigentlich überall hin. Okay, kommt, wir machen hier. Das ist auch eine Idee von euch. Mach halt breitere Straßen. Wenn irgendwo Stau ist, gib denen mehr Platz. Machen wir. Wir geben denen mehr Platz. Die ganze Industrie ist weg, wird aber wieder gebaut. So, und hier vorne ist dann schwierig. Da müssen wir so einen Schlenker machen. Ich würde es hier mal lassen. Nee, guck mal, das ist halt wieder doof. Dann haben wir hier wieder nur eine Spur und die anderen drehen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum die drehen. Was ist das? Das ist irgendwie... Wenn ich das hier abreiße, kommen wir doch dran vorbei. Aber ich hatte... Dann bauen sie es halt gleich wieder. Ich mache mal ganz schnell Pause. So, die Idee ist, dass wir die Straße anders führen. Dann können wir sie hier auch verbreitern. Weil das ist sonst eher komisch natürlich. Gut, wenn ich hier das so mache, dann wird es gehen. Können wir den Schlenker gebrauchen? Ja, es geht fast nicht anders. Kommt, wir bauen es mal. Also lieber so ein Schlenker dafür diese Spuren. Und hier, ja, da ist wieder Feierabend. Da kann ich doch aber bei dem Teil, ich kann das ein bisschen zurückziehen, wenn ich das Hauptgebäude finde. Da haben wir es doch. So, wir ziehen das mal irgendwie hier hin. Und das ziehen wir hier auch weg, damit wir mit der Straße durchkommen. Das müsste eigentlich bereits reichen, denke ich. Da können wir raus. Schnappen uns die Straße. Jawohl, dann können wir hier nochmal verbreitern. Jetzt ist hier wieder irgendwie was. Wo geht das rein? Das gibt ein Problem mit der Brücke. Warum gibt das mit der Brücke ein Problem? Ne, das gibt ein Problem, weil wir dort an die Straße rankommen. Dann wird es halt hier. Dann sammelt sich das hier. Ich gehe mal auf Play. Achso, ich wollte natürlich hier noch... Ist hier jetzt eingezeichnet? Ne, da ist nichts mehr eingezeichnet. Also das können wir so lassen. Ja, der Schlenker ist natürlich nicht ideal. Aber das ist kein Problem. In dem Sinne, der Stau ist eher das Problem. Allerdings, so schlimm ist er hier jetzt nicht mehr. Was machen sie? Okay, sie haben halt hier allen Ernstes wieder irgendwie eine Spur. Ne, das ist halt auch Käse. Kann ich da nicht irgendwie vierspurig rein? Überlappende Objekte. Kommt, wir machen es mit der Energie und gucken sie uns an. Mal gucken, was da überlappt. Ja, die Häuser. Die sind weg, das ist kein Problem.
Ja, baut es an die Straße ran, dann ist in Ordnung. So, jetzt haben wir Folgendes, dass man hier mit zwei Spuren reinkommt. Aber hier hat wieder so eine Kreuzung. Jetzt können wir hier eigentlich nochmal kurz, ne, nicht einen Parkplatz. Dass wir hier auch die Ampeln wegnehmen. So, die sind weg, dann können sie fahren. Mal gucken, wie sie das handhaben. Ja, ich hoffe intelligent. Hier oben, sie wälzen sich ja da in die Stadt rein. Hier ist auch nochmal Stau. Hier haben wir bereits zwei Spuren. Hier unten ist Stau, hier über die Brücke, da staut sich hier rein. Wobei, die fahren eigentlich. Also, das ist dann einfach irgendwie so eine Art Rückstau. Aber das, diese Geschichte hier oben rein, das ist halt auch schwierig. Haben wir hier noch Ampeln oder habe ich die schon weggenommen? Die habe ich eigentlich schon weggenommen. Die wollen halt da rein und dort ist auch Stau. Wenn wir die Kreuzung wegnehmen und sagen wir, das hier oben in die Brücke reinmachen, wo es nicht so befahren ist, das wäre doch vielleicht eine Option, statt hier rein, wo es sowieso befahren ist. Das Problem ist natürlich, die kommen dann gar nicht auf die andere Seite. Irgendwie. Die wollen ja alle darüber, sehe ich das richtig? Jawohl. Dann bringt es natürlich nichts, wenn wir hier eine Straße da reinbauen. Das ist, die wollen auf die Autobahn. Aha, okay. Wie können wir denn denen sonst noch helfen? Die kommen von hier hinten. Ja, die wollen einfach auf die andere. Ja, ist das überhaupt Autobahn? Nee, das ist irgendwie eine Schnellstraße, die wir dort haben. Die wollen da alle rein. Ja, eine frühere Abfahrt. Das ist natürlich eine Option. Dass die nicht nach hier hinten, Moment, wo sind sie? Dass die hier nicht reingehen und dann rüber. Und dass die hier eine Möglichkeit haben, direkt da reinzufahren. Also das müsste doch auch helfen. Ich baue hier mal eine Straße. Und zwar gerne eine breite. Bauen, aber nicht mit Energie, sondern mit dem Teil hier. Boah, ja, nee, das ist fast zu breit. Wir machen es mal so. Ja, wir könnten das jetzt wieder verbreiten, dann haben wir dort die Brücke wieder. Ich würde das mal so ein bisschen verbreitern und dann hier eine Abfahrt schaffen. Mal gucken, ob das geht. Mach mal den. Ja, das müsste gehen. Und dann hier vorne rein. So, dann könnten sie das nutzen. Oh Gott, wie sieht das jetzt aus? Hier ein bisschen geschlenkert gemacht, getan. Ich glaube, ich mache hier auch mal die Ampel weg. So, Ampel, zack, weg. Hier vorne die Ampel weg und dann lassen wir die mal fahren. Ja, ist klar, die fahren jetzt natürlich hier ab. Das ist in Ordnung, dann fahren wir hier ab. Was machen die denn da schräges? Ich glaube, die gucken erstmal. Ja, da muss man da rüber. Kann ich hier einen Kreisel machen? Das wäre natürlich auch eine Option. Zack, einmal Kreisel, ahoi. Und dann haben wir hier allen Ernstes irgendwie, dass das, also das ist ja wohl. Ich gehe mal schnell auf Pause und gucke schnell. Bagger. Wir machen das hier nochmal. Dann fängt es an dort zu lappen, die Energie aus. Das wäre hilfreich. So, einmal weg und dann die Schnellstraße wieder rein. Straße. Schnell. Schnellstraße. So irgendwie. Das möchte ich nicht, weil dort der Knubbel neu ist. Moment. Bagger. Ja, mach mal weg. Er möchte nicht. Jetzt. So, jetzt haben wir dort den Kreisel. Und jetzt wollen wir dort rein. Dann haben wir hier tatsächlich ein Problem. Ungültige Form. Ich baue es mal so. Und dann da rein. Ungültige Form? Warum ist das eine ungültige Form? So geht's. Machen wir es mal so, wenn es keine ungültige Form ist. Okay, gehen auf Play. Und gucken mal, was sie machen. Ja, ist irgendwie, also komisch ein bisschen, aber es funktioniert. Also. Man kann in die Richtung, man kann auch in die Richtung. Ja, dann haben wir hier auch schon wieder was gemacht. Ja, es ist aber trotzdem natürlich immer noch hier unten. Hier, wo wir den Schlenker haben, da hat die Verbreiterung jetzt nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Zumindest nicht massiv. Warum stehen die denn hier? Ja, weil sie da einfädeln müssen. Es ist ein Eingefädele, Ausgefädele und das verursacht den Stau. Allerdings hier unten ist okay. Wie ist eigentlich hier hinten? Hier hatten wir auch mal Stau. Nö. Nö, hier läuft's. Das ist die eine Ausfahrt, die wir haben. Dann haben wir hier vorne eine. Das ist eine Ausfahrt. Hier haben wir ein Problem mit Stau. Und hier haben wir nochmal eine Ausfahrt. Hier ist okay. Hier ist auch okay. Und hier hinten macht eine Ausfahrt noch keinen Sinn, denke ich. Hier haben wir noch nichts. Also man könnte später natürlich hier noch eine machen, denke ich. Also das wäre jetzt nicht so eine Riesensache. Gut, Nachfrage. Oh ja, überall, nach fast allem, so wie es aussieht. Hier das mittlere Wohnen. Und dann das Gewerbe wäre wieder. Dann machen wir mal mittleres Wohnen. Ja, und halt eben ein bisschen in die Breite das Ganze. Nicht, dass das alles aufeinander ist. Wir haben so viel Platz.
Haben wir hier unten noch? Ja, hier haben wir ohne Probleme Platz. Hier haben wir endlos Platz. So muss man sagen. Machen wir hier. Ja, komm, wir machen nochmal die Dichte. Dass hier auch nochmal ein paar Türme entstehen. Und dann sollte das hier eh wieder runtergehen. Dann möchten sie aber auch noch wieder so wohnen. Nämlich dünn besiedelt. Wohnt mal. So, und zwar in rauen Massen, damit hier die Nachfrage entsprechend runtergeht. Und sonst werden wir natürlich hier nochmal nachrüsten, ganz klar. Gut, da labert wieder einer. Wisst ihr, was auch wieder das Problem ist? Das hatte ich schon mal, als wir Schnee hatten. Ich sehe die Maus halt nicht. Wo ist sie denn? Hier unten. So, einmal hier rein und dann machen wir hier Musik. So, dann spielt es sich schöner, wie wenn hier einer am Labern ist. Wie sie jetzt hier tatsächlich den Steinbruch reingebaut haben. Ja, geht halt, weil wir eine Straße gemacht haben. Finde ich cool, sieht doch okay aus. Ist natürlich so von der Lärmbelästigung hier, wenn hier Steine geklopft werden. Ja, sagen wir mal so, nicht so ideal. Hier ist auch ein Müllproblem, sehen wir. Müllberge. Okay, vielleicht doch nochmal eine Recyclinganlage. Was kostet die? Eine Million, glaube ich. Eigentlich wäre es... Moment. Recyclingzentrum. Ne, 880.000. Ja, dann haben wir dann tatsächlich zwei, aber ich denke, wir bräuchten schon. Wir haben hier halt nichts. Wir haben hier hinten die Recyclinganlage, das heißt die Müllwagen, die sind wahrscheinlich primär hier unterwegs. Was macht das? Das macht, glaube ich, wieder Krach. Ne, Luftverschmutzung gering. Okay, Krach gar nicht. Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung gering. Okay, ja, Krach ist, Luftverschmutzung ist Krach, genau. Irgendwie kommt, wir machen hier eine Straße oder machen wir hier nochmal ein Recyclingzentrum, würde ich vorschlagen. Wo machen wir denn die Straße raus? Gute Frage. Vielleicht hier. Dann haben wir dort eine große Kreuzung. In die Richtung. Zack. Viel mehr müssen wir im Moment gar nicht machen. Wir brauchen einfach die Straße natürlich. Oh, die Straßenbahn. Ja, die geht mir halt auch im Kopf rum. Das ist ganz klar. Aber irgendwie meine Bedenken waren halt... Luftverschmutzung mittel. Nee, das können wir nicht brauchen. Luftverschmutzung gering. Bodenverschmutzung mittel. Das ist aber halt schon Käse. Aber das hatten wir schon mal, das Problem. Die Zuweisung halt. Wir könnten natürlich die Bezirke zuweisen. Ja, kommt, wir machen das dahin. Wenn hier halt Bodenverschmutzung ist, ich kann es nicht ändern. Also irgendwie müssen wir natürlich ein bisschen was machen. Aufwertungen. Müllwagen. Sondermüllsammelstelle. Ermöglicht so eine schnellere Müllverwertung für 200.000. Das hat schon auch gleich wieder eine Investition. Größere Müllmengen. Ja, wir warten mal. Wir haben ja Fahrzeuge hier. Müllwagen 3 von 15. Das wird vom Spiel her wieder reguliert. Wir sehen, die nehmen auch gleich die Arbeit auf. Und die haben hier... Ja, die haben hier halt doch auch Stau. Also man kommt hier halt auch irgendwie wieder nicht lang. Warum nehmen sie nicht als Alternative diese Route? Führt die nicht irgendwann wieder da rein? Doch, guck mal hier. Da führt das wieder rein. Hier ist auch wieder irgendwie kommt. Wir machen unser Experiment weiter oder wir treiben das weiter. Zack, einmal Ampel weg. Dann mal gucken. Also das müsste ohne Ampel eigentlich wirklich fast besser gehen. Hier vorne ist eigentlich okay. Das ist, ja, ein bisschen Stau ist. Aber ein bisschen Stau ist halt tatsächlich immer. Nachfrage nach Gewerbe, die habe ich glaube ich... Doch, wir haben Gewerbe haben wir gesetzt. Aber ich setze nochmal Gewerbe in dem Fall. Wenn das so boomt, wohin mit euch? Wir könnten hier ein bisschen puffern. Bei der Recyclinganlage müssen wir nicht unbedingt wohnen. Dann gibt es hier nochmal Gewerbe. Allerdings, ich zone das schnell um. Ich möchte hier nicht irgendwie das dicht besiedelte haben. Finde ich rein optisch irgendwie komisch. Passt das? Müsste. Oder bauen sie schon? Ich glaube, die haben das schon umgewandelt. Da geht es auch zurück. Dafür haben wir hier nochmal Industrie. Da gehen wir wieder zur Industrie natürlich. Das wäre hier hinten. Ist auch ein relativ großer Bereich mittlerweile, den wir hier haben. Und hier haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Da rein, da rein, da rein. Hier nochmal ein bisschen um die Luftkollegen rum. Also die hier, das sind keine Luftkollegen, das sind Windräder. Die Luftkollegen. Ja, und hier können wir nicht mehr viel machen. Hier hinten machen wir auch nochmal was. So, weil wir haben tatsächlich im Moment nur Nachfrage nach Industrie. Dann kommen wir der nach. Sehr schön. Hier haben wir ja auch keinen Schnee. Das ist wahrscheinlich ein bisschen tiefer gelegen. Wie ist es eigentlich mit unserer Autobahnausfahrt, die hier im Wasser ist? Ja, die ist halt immer noch im Wasser. Das kriegen wir so nicht weg. Aber immerhin sieht man, ja, die Überschwemmung ist weg. Weil wir hier halt tatsächlich mit dem Grabinstrument das Ganze erhöht haben. Wasser fließt ja bekanntlich dann doch nur abwärts.
Also aufwärts, ja, selten. Gut, und eben, die fahren hier halt rein. Also das ist einfach im Prinzip ein Grafikbug, wenn man so will. Weil, wenn hier wirklich Wasser wäre, dann würden die Autos mit Sicherheit ja nicht hier reinfahren. Das ist ja irgendwie auch klar. Stau ist halt immer noch eben Straßenbahn. Hatte ich schon auch im Kopf. Mein Argument ist halt einfach, dass eine Straßenbahn auch wieder Platz braucht. Vielleicht irgendwie außenrum. Irgendwie eine längere Strecke. Wobei eine Straßenbahn ist eher etwas für die Innenstadt, oder nicht? Dass man irgendwie die Innenstadt damit bedient. Irgendwie hier lang und dann außenrum. Irgendwie hier lang. Ich würde damit nicht mal in die Industrie, sondern das war das innerstädtisch. Ich meine, eine Straßenbahn, fährt die zur Industrie? Ja, eigentlich. Ich denke mal, ja, macht sie schon, wenn es irgendwie, wie soll ich sagen, eine sinnvolle Straßenbahn ist, wahrscheinlich schon. Wenn es irgendwie eher eine schöne Straßenbahn ist, für eine schöne Strecke, eine alte Straßenbahn, dann reicht wahrscheinlich das Zentrum. Aber ich würde mal hier lang, hier rauf, dann wo sind wir? Hier, dann geht es hier in den Kreisel rein. Ja, aber mit der Straßenbahn auf die Autobahn, nee, das möchte ich nicht. Vielleicht hier rauf, hier oben durch. Und dann irgendwie nach da hinten. Es ist natürlich die Frage, ja, wie soll man das handhaben? Eine U-Bahn haben wir natürlich auch noch. Die würde mit Sicherheit auch helfen. Da haben wir aber geguckt, die kostet sehr viel. Wobei, wir haben 1,2 Millionen. Ja, aber die U-Bahn ist ja trotzdem zu teuer. Ich kann ja nochmal schnell gucken. U-Bahn. Hier, eine erhöhte U-Bahn-Station, 150.000. 100, hier haben wir 200.000 tatsächlich. Also das ist halt im Endeffekt zu teuer. Wenn wir 4-5 Haltestellen machen, dann haben wir die Million halt schon wieder weg. Dann haben wir noch keine Gleise gelegt und noch keine, noch keine Röhre gemacht. So, meine Stimme rebelliert wieder. Ich weiß nicht, was sie hat. Es ist einfach zu warm im Büro, aber das sollte der Stimme eigentlich egal sein. Ja, die Mühlberge sind noch nicht weg. Was ist hier hinten los? Ja, die sind wahrscheinlich wieder nicht an der Straße dran oder haben das Gebäude schon wieder verlassen. Abbruchreif, okay. Hier die Recyclinganlage mit 16 von 15 Fahrzeugen. Okay, wir spendieren denen eine Garage. Das wäre da. Was kostet das? 200.000. Ja gut, aber wir brauchen es. Wir brauchen mehr Müllwagen hier. Man sieht es ja, da fahren schon mehr, als wir eigentlich sozusagen zugute hätten. Ich werde die Straße hier mal noch weiterziehen. Ich denke, das macht auch Sinn. Bitte bauen. Danke, mit Kurve. Wo gehen wir hin? Ja, ich würde sagen nach da hinten. Die Kurve habe ich. Irgendwie so. Oder wir düsen hier zurück. Machen den hier. Dann haben wir hier noch so einen Bereich. Dann geht das hier hin. Und dann geht das hier vorne rein. Was? Und jetzt machen wir hier gleich schon mal, weil wir hier sind. Ihr ahnt es. Richtig. Die Ampeln weg. Ampel weg. Irgendwie habt ihr doch geschrieben, wir hätten sehr viele Fußgängerübergänge, wo ich tatsächlich nicht alle Fußgängerstreifen weggemacht habe. Das ist natürlich sinnfrei, weil dann nutzen sie natürlich tatsächlich diese Übergänge nicht. Jetzt müsste man wissen, wo haben wir diese Übergänge platziert. Die kann ich in dem Sinn nicht suchen. Die müsste ich jetzt auf Anhieb gerade finden. Aber ich würde mal sagen, wenn wir irgendwo einen Fußgängerübergang sehen, dann werden wir uns darum kümmern. Ja, ihr seht, ich bin trotzdem am Gucken. Das müsste aber auch irgendwo hier sein. Geh mal raus. Ach, hier hinten ist das wahrscheinlich. Hier haben wir so eine Art Zentrum. Hier ist zum Beispiel so ein Teil. Tatsächlich, guck mal. Oder hat... Macht die KI die wieder hin? Kann das sein? Ah, kann ich nicht wegnehmen. Da muss ich tatsächlich die Energy Mod bemühen. Okay, weg, weg, weg. Und hier oben ist weg, weg, weg. Ne, hier ist halt auch noch so ein Teil. Ja, da habt ihr recht. Da haben wir tatsächlich ein paar vergessen. So, jetzt müssten sie eigentlich zwangsläufig das hier nutzen, um rüberzukommen. Hier vorne ist auch nichts mehr. Gut, wo haben wir nochmal sowas? Hier. Da ist auch ein Fußgängerstreifen. Ja, ihr habt völlig recht. Also die Hälfte der Fußgängerstreifen. Die ist immer noch da. So, weg. Und hier unten. Hier ist einer. Gut, hier ist aber auch keine Überführung. Da müsste man halt auch noch eine Überführung machen. Tatsächlich. Kommt, wir machen den trotzdem weg. Da müssen sie halt nach da vorne laufen. Das sind ein paar Meter. Oh, hier stehen sie auch schon wieder. Ja, warum stehen sie denn jetzt hier schon wieder? Das ist irgendwie so eine Querstraße, okay. Hier hätten wir sogar einen Kreisel. Hier haben wir halt aber auch Leute ohne Ende. Kommt hier auch einfach den Fußgängerstreifen weg. Ne, nicht baggern. Mach mal Fußgängerstreifen weg. Zack, okay. Energie machen wir da aus.
Den auch. Hier kann man nicht rüber. Ganz einfach. Lasst ihn in Ruhe fahren und geht da vorne rüber, wo wir die Überführung gemacht haben. Auch wenn sie da halt weit laufen müssen, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wenn die hier die ganze Zeit irgendwie rüberlatschen, die latschen halt trotzdem. Hier gibt es nichts mehr zu latschen, Leute. Oh, neues Gebäude. Streamline-Diner. Oder Diner. Ein klassisch amerikanisches Diner für einen geschmacklich nostalgischen Ausflug. Werden wir doch gleich mal noch schnell bauen, das Ding. Und zwar, wo haben wir das denn? Ne, wahrscheinlich hier. Da ist es. Minus 1 Kosten für Importe. Okay. Attraktivität stadtweit sogar. Aber wir haben wieder den Umkreis von 500 Metern. Das heißt, wir machen das wieder irgendwo, wo gewohnt wird. Und wo wir noch nicht irgendwie groß Gebäude haben, solche. Hier wird gut gewohnt. Wobei das Grün, das ist eher, ja, dass das Gebäude hier natürlich Sinn macht. Vielleicht hier hinten? Ist hier irgendwie eine Straße? Da ist eine Straße. Bringt das was? Das ist halt, das sind schon Wohnungen. Doch, das bringt schon was. Aber das bringt vielleicht hier oben sogar mehr. Wir machen dich mal hier hin. So, dann wollen wir dich natürlich auch noch sehen. Ja, das ist doch süß. Das ist doch süß. Das ist so ein richtig altes, schönes, ja, so ein schöner alter Imbiss halt. Finde ich sehr nett. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Break. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben einiges gemacht. Ich denke, wir werden wirklich in der nächsten Folge, dann werden wir 1,2 Millionen. Ja, das Thema Straßenbahn, da werden wir uns drum kümmern. Weil man sieht schon, eben, es ist halt schon dichter Verkehr. Also sagen wir es mal so, hier stehen die ganzen Ambulanzen tatsächlich auch noch auf der Brücke und warten. Das ist alles nicht ideal. Ja gut, wir kümmern uns morgen drum. Danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.